Das Leben überrascht uns immer wieder aufs Neue, entweder mit Dingen, die uns glücklich machen oder mit harten Rückschlägen, die kommen, wenn man am wenigsten damit rechnet. Um solche Rückschläge zu bewältigen, hilft nur eins, und zwar optimistisch denken, und genau davon handelt dieses Video. Tess ist ein 8-jähriges Mädchen, das mit ihren Eltern und ihrem jüngeren Bruder Andrew in den USA lebt. Sie waren schon immer eine glückliche Familie, aber eines Tages hörte die kleine Tess etwas, das sie in ihren jungen Jahren sehr nachdenklich und schockiert zurückließ. Schon seit längerem wusste sie, dass ihr kleiner Bruder sehr krank war und dass seine Eltern nicht genug Geld für alle Ausgaben wie für die ständigen Arztkosten und das Haus hatten. Also waren sie gezwungen, in eine kleinere Wohnung zu ziehen, weil sie so Miete sparen würden und somit Andrews medizinische Kosten decken konnten. Doch mit der Zeit wurde der kleine Andrew immer kränker und nur eine sehr teure Operation könnte ihm noch das Leben retten, die seine Eltern aber nicht bezahlen konnten. Und er schien auch niemanden zu geben, der ihm das Geld leihen würde. Am Abend hörte die kleine Tess, wie ihr Daddy ihre tränenüberströmten Mutter mit hoffnungsloser Stimme sagte: Nur ein Wunder kann ihn noch retten. Doch in diesem Moment hatte das kleine Mädchen eine völlig herzergreifende Idee. Tess ging in ihr Zimmer und zog ein kleines Sparschwein aus dem Versteck im Wandschrank hervor. Sie brach das Sparschwein auf und schüttelte all das Kleingeld, was sie sich über einen längeren Zeitraum angespart hatte, auf den Boden aus und zählte es sorgfältig zusammen. Dann steckte sie die Münze in ihre Hosentasche und begab sich auf dem Weg zur nächstgelegenen Apotheke. In der Apotheke angekommen, wartete sie geduldig auf die Bedienung und versuchte sich bemerkbar zu machen, sodass die Frau in der Apotheke sie bemerken würde. Aber keiner hatte das kleine unschuldige Mädchen bemerkt. Stattdessen unterhielt sich die Apothekerin jedoch mit jemand anderem und sah das kleine Mädchen erst, als sie das Geld auf den Tresen legte. Verärgert fragte die Apothekerin sie: Was willst du? Kannst du nicht sehen, dass ich mit meinem Bruder rede, den ich seit 2 Jahren nicht mehr gesehen habe? Das Mädchen antwortete in einem leisen Ton: Ich habe auch einen Bruder, aber er ist sehr krank und ich bin gekommen, um ihn ein Wunder zu kaufen. Die Apothekerin verstand nicht, wovon die kleine Tess sprach, und dann erklärte Tess: Mein Vater sagt, dass nur noch ein Wunder meinen Bruder retten kann, weil etwas Böses in seinem Kopf wächst. Deshalb wollte ich wissen, wie viel ein Wunder kostet. Die Apothekerin sagte in einem sanften Ton: Es tut mir leid, aber wir verkaufen hier kein Wunder. Leider kann ich dir nicht helfen. Das kleine Mädchen war außer sich und sagte: Aber bitte, hier habe ich Geld, um es zu bezahlen, und wenn es nicht genug ist, werde ich den Rest noch holen. Aber bitte, sagen Sie mir einfach, wie viel es kostet. Der Bruder der Apothekerin war ein gut gekleideter Mann. Er beugte sich runter und fragte das kleine Mädchen: Was für ein Wunder braucht dein Bruder denn? Ich weiß es nicht, antwortete Tess, und ihre Augen füllten sich mit Tränen. Ich weiß nur, dass er wirklich sehr krank ist und Mami sagt, er braucht dringend eine Operation. Aber mein Daddy kann sie leider nicht bezahlen, also möchte ich mein Geld dafür nehmen, um ihn ein Wunder zu kaufen. Wie viel hast du denn? Fragte der Mann sie. 1,11 Dollar, antwortete Tess. Und das ist alles Geld, was ich habe, aber ich kann mehr holen, wenn sie brauchen. Der Mann lächelte das kleine Mädchen an und sagte: Wow, was ein Zufall, 1,11 Dollar ist genau der Preis für ein Wunder. Dann nahm er das Geld in seine Hand und mit der anderen nahm er die Hand des Mädchens und sagte: Zeige mir, wo du wohnst, ich möchte deinen Bruder sehen und deine Eltern treffen. Wir wollen mal sehen, ob ich das Wunder habe, das du brauchst. Zu Hause angekommen, sprach der Mann mit Tess Eltern und bot ihnen eine kostenlose Operation an. Und es stellte sich heraus, dass es sich bei dem gut angezogenen Mann nicht mehr und nicht weniger um Dr. Carlton Armstrong, einen sehr bekannten Arzt aus Chicago, handelt, der spezialisiert auf Neurochirurgie ist. Dr. Armstrong entschloss sich, die Operation kostenlos durchzuführen und rettete somit das Leben des kleinen Jungen. Es dauerte nicht lange, da war Andrew wieder zu Hause und es ging ihm gut. Die Mutter sagte, dass diese Operation ein wahres Wunder war und sie fragte sich, wie viel es hätte kosten können. Tess lächelte, ohne etwas zu sagen, weil sie genau wusste, dass dieses Wunder nur 1,11 Dollar gekostet hatte. Aber was es wirklich gekostet hat, war die Liebe und der Glaube eines kleinen Mädchens, was fest daran geglaubt hat, ihren kleinen Bruder das Leben zu retten. Vielleicht wäre es jetzt gut, sich an die schönen Worte von Jesus in der Bibel zu erinnern, wo er sagt: Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen.